Manfred Schmieler vom Boxclub Heros und NABV-Präsident. Bei der Bezirksmeisterschaft in Mönchengladbach am 2. Februar 2002 boxte Gregory Bartschew, Sportclub Vogelheim, gegen Ronny Stehr, Düsseldorf Garrat. Der Trainer von BSU Wuppertal, Monsif Gamodi, betreut Bartschew in der Ringecke. Bartschew gewann durch Aufgabe, da Stehr sich verletzt hat. Der Ringrichter war Bernd Franzen. Am 3. März 2002 fanden die NABV-Meisterschaften in Duisburg-Walsum statt. Die Ringrichter Uli Zische, Franz Stahlschmidt und Jilmaz. Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim bleibt ohne Gegner. Gregory Bartschew vom Sportclub Vogelheim. Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim. Trainingsabend beim Sportclub Vogelheim am 5. März 2002. Robert Reiter und Patrick Korte beim Sparring. Franz Stahlschmidt bei der Pratzenarbeit mit Sahakda Aksu. Gregory Bartschew und Sahakda Aksu beim Sparring. Patrick Korte und Gregor Bartschew beim Sparring. Der Vereinstrainer Franz Stahlschmidt. Der Trainer Franz Stahlschmidt gratuliert Cevdet Gashi zu seiner Bezirksmeisterschaft. Sandro Zenker, der Nachwuchsboxer, übt sich am Sandsack. Sandro Zenker und Trainer Franz Stahlschmidt. Gavit Tamitz mit Trainer Franz Stahlschmidt. Gavit Tamitz beim Sparring mit einem Trainingsgast. Markus Steffens bei der Pratzenarbeit mit Franz Stahlschmidt. Ein Trainingsgast beim Sportclub Vogelheim. Sahakda Aksu am Sandsack. Robert Reiter am Gerät. Ein Gastboxer vom TuS am Essen mit Trainer Franz Stahlschmidt. Daniel Bartsch mit dem Gastboxer vom TuS am Essen. Daniel Bartsch mit Dirk Schleitzer.
Norbert von Keitz und Dirk Schleitzer. Die Trainingsteilnehmer. Westdeutsche Juniorenmeisterschaft am 24. März 2002 in Dortmund-Nette. Hier boxte Patrick Korte vom Sportclub Vogelheim gegen Alex Krieger, BC Troisdorf. Patrick Korte wird betreut von Franz Stahlschmidt und Ines Rosche. Patrick Korte ging in der zweiten Runde K.O. und wurde dadurch westdeutscher Vizemeister 2002. Ingo Kierstein baut hier die Lagerkiste für den Boxring. Probeaufbau des neuen Boxring am 7. April 2002.